Das Bagel-Café Teilchen und Beschleuniger ist seit nunmehr 10 Jahren auf der Wolbecker Straße in der Münsteraner Innenstadt zu finden. Das bis dato einzige seiner Art. Die Idee war von mir. Ich habe mal in Trier studiert vor 1000 Jahren und da gab es ein Bagel-Café und in Münster gab es zu der damaligen Zeit noch nichts. Und so ist die Idee quasi geboren, dass man einen Bagel in Münster verkauft. Und das Ganze mit dem Kaffee und so, das kam halt alles noch so dazu. Ganz besonders beliebt bei den Gästen sind die runden Gebäckstücke mit dem Loch in der Mitte. Ja, auf jeden Fall die Bagel, würde ich sagen, glaube ich, die sind ganz lecker. Da haben wir auch Glück, weil wir davon irgendwie am Tag 200 Stück verkaufen, sind die halt die ganze Zeit immer frisch und liegen nicht irgendwie 2 Stunden in der Kühlvitrine da rum, wie sonst überall. Ja, und das Team, glaube ich, wir sind halt irgendwie eine lustige Bande. Und das ist alles ein bisschen authentischer hier als in anderen Läden. Abends wird aus dem Café eine Bar, in der man bei Bier und Longdrinks gemütlich beisammen sitzen kann. Tagsüber wird neben den Bagels selbstgebackener Kuchen und natürlich Kaffee angeboten. Also Kaffee ist eigentlich Hauptgeschäft Nummer 1. Davon verkaufen wir 1000 Liter am Tag. Vor kurzem hat Stefan schon seinen zweiten Laden an der Wolbecker Straße eröffnet. Ja, wir haben ja das Pferdchen aufgemacht jetzt letztes Jahr. Zweischneidige Pferd, Pizzeria an der Wolbecker Straße. Jetzt reicht mir das eigentlich auch. Es wird wahrscheinlich auch ein bisschen creepy, wenn ich mit 60 da irgendwie stehe und den 18-jährigen Studenten da irgendwie ihren Cappuccino mache. Das weiß ich auch nicht so ganz genau, wie das enden soll. Aber solange ich irgendwie noch halbwegs nicht so auffalle als alter Mann, der da hinter der Theke steht, mache ich das. Also ich mache das halt einfach, weil es Bock macht und nicht, weil ich damit irgendwie reich werden möchte. Ja, das macht vielleicht auch so ein bisschen manchmal den Unterschied. Hoffentlich wird Stefan den Spaß an der Sache nicht verlieren. Und vielleicht wird es in Zukunft noch ein weiteres Lokal geben.